Damit, meine Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zum 15. GPA-Spieltag. Ja, ich entschuldige mich dafür, dass meine Haare ein bisschen nicht schön sind. Sind sie ja sonst nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es war ein ziemlich stressiger Tag. Ich bin gerade erst von einem familiären Ereignis zurück, sag ich mal. Und dieser Kampf sollte eigentlich schon vor 3 Stunden aufgenommen werden. Deswegen gehen wir einfach direkt rüber in den Kampf. Ich habe leider nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Wir sehen hier oben sein Team. Er hat Gengar, aber er hat keinen Arcana dabei. Darauf habe ich mich schon fast ein bisschen vorbereitet. Und kein Mamoswine, okay. Okay, er hat Gengar. Mein Team zeige ich euch gleich, keine Angst. Felinara. Fostelka. Galagladi. Trikefalo. Und Entei. Okay. Und gleich schreibt man das auf, weil ich mir dann Notizen machen kann. Unser Team sehen wir hier. Zaplarang, Spezialoffensive, Jim the Knight, Star-Lord, Weedy, Pestilence und Black Lantern. Black Lantern ist tatsächlich gescarft und trägt und hat Trickbetrug drauf. War dafür gedacht, um das Aquana ein bisschen zu kribbeln, aber so geht's natürlich auch. Ich überlege gerade, was hier an dieser Stelle unser bester Lead wäre. Ich möchte fast einfach mit Pestilenz leaden. Oder mit Zaplarang. Die Frage ist halt, womit er anfängt. Naja, okay, wir leaden mit Pestilenz. Denn so gerne ich auch sofort die Tarnsteine rauskriegen würde, Pestilenz sollte recht gute Arbeit machen können. Schlimmstenfalls einfach mit dem Drakometeor draufhauen. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Wenn wir diesen Kampf nicht gewinnen, rutschen wir in die letzten 3 Plätze ab. Und darauf habe ich keine Lust. Da der, Er startet mit Orochimaru. Okay, aber Orochimaru ist vollkommen in Ordnung. Predikten wir seinen Switch und gehen auf die Matschbombe? Könnten wir überhaupt? Okay, das wird jetzt erstmal gekalkt. Könnten wir von einem Hydreigon, sagen wir, es ist ein Juju Choice Scarfer und er greift unser Greg Gouge an. Wir könnten kein Drakometeor überleben. Nur die Frage ist halt, er ist so oder so schneller als wir. Sag ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass er es mitnimmt. Okay, er wechselt aus. Ich bin aus Sicherheitsgründen auf den Draco gegangen. Er schickt Spikey ein. Spikey klingt mir nicht. Ne, ich wollte gerade sagen. Und natürlich, der Draco geht schon mal daneben. Aber gut, meinetwegen. Gehen wir in. Gehen wir ins Zaplarang. Wir könnten in Donphan gehen und unsere Steine auch rausbekommen. Aber ich möchte lieber versuchen, ihn hier rauszuscannen. Ja, er legt die Tarnsteine raus, das war so ziemlich zu erwarten. So. Wir gehen hier auf den Voltwechsel, für den Fall, dass er den Hard-Switch macht. Denn wir könnten ihn so oder so nicht one-shotten, auch nicht mit dem Flammenwurf, denn er hat immer noch Sturdy. Wenn er nicht Sturdy hat, sondern eine andere Attacke, dann, sondern Wetterfestheitsfähigkeit, dann Respekt. Aber er wechselt hier aus, das ist gut für uns. Er wechselt wieder an Orochimaru, meinetwegen. Wir gewinnen hier Momentum. So, nun ist die Frage, in wen wechseln wir? Wir gehen in Jim the Knight und wir werden direkt einfach Mega entwickeln und Schutzschilden. Da
Dann ja, wir könnten direkt auf eine Kehrtwende gehen, sein Switch predikten, aber das ist mir zu risky. Das wäre mir viel zu risky, denn ich glaube nicht, dass wir den Angriff überleben würden von ihm. Je nachdem, wie er es spielt natürlich, aber ich gehe nicht davon aus. Und egal, was er reinschickt, nichts davon kann uns outspeeden. Höchstens ein Extreme Speed Entei. Aber dagegen würde ich auch nicht auf den U-Turn gehen. Gegen Entei würde ich einfach hart in Donphan rauswechseln. Er scheint selber zu überlegen, was er am besten macht. Und ich möchte jetzt gerne mal gucken. Mega Beedrill. Jolly mit Max Speed Investment. Sollte er gescarft sein, ist er auf jeden Fall schneller als wir. Oder rechnet er den Scarf dazu? Nein, tut er nicht. Okay, dann wäre er auf jeden Fall schneller als wir. Hat mir Good Luck, Have Fun geschrieben. Auch an dich. Das habe ich leider nicht rechtzeitig gesehen. Das hätte ich ihm noch geantwortet. Und ich entschuldige mich nochmal, falls ich immer noch ein bisschen erkältet klinge. Erkältungen bleiben leider lange mit mir. So langsam wird deine Zeit knapp. Was erwartest du? Er wechselt hier aus? Okay. Ich konnte das Risiko nicht eingehen. Das wäre absolut wahnsinnig gewesen. Wechselt hier in Spiky. Und ich möchte hier eigentlich den Beulenhelm predikten. Aber unsere beste Wahl ist hier trotzdem die Kehrtwende, um eventuell sein Sturdy zu brechen. Wenn er keinen Beulenhelm trägt, sondern Überreste, verlieren wir nichts. Selbst wenn er sich dann wieder voll heilt. Aber falls er einen Beulenhelm hat, ja, wir nehmen den Schaden, aber dafür kriegen wir sein Sturdy weg und wir können ihn dann theoretisch mit einem Flammenwurf killen. Flinkklau ist Flinkklau ein legales Item? Moment, was? Okay, das würde mich jetzt mal interessieren. Was? Ja, wir gehen hier in Zapla rein und greifen einfach direkt zum Flamethrower. Oder? Ich predikte hier sein Switch wieder in Tricephalo. Ich predikte hier wieder sein Switch. Ist Flink. Ich bin mir gerade nicht sicher. War Flinkklaue mal verboten? Ich meine, irgendwann mal sowas gehört zu haben. Kann natürlich sein, dass man irgendwie mal Scheiße gelabert hat und sich das jetzt so in meinen Verstand festgesetzt hat. Aber durchaus ein interessantes Item. Flinkklaue. Wer ist Flinklau denn auf Englisch? Er wechselt dir schon mal aus, das ist gut. Bitte sag mir, dass du in Orochimaru wechselst. Nein, er schickt einen Vier rein. Ach, komm schon. Verwirrung? Verwirrung, bitte? Nein, keine Verwirrung. Okay. Gut, gehen wir auf den Voltwechsel, denn wir tragen die Offensivweste, das heißt Delegator. You. Aber okay, gehen wir in Pestilenz. Denn wir können uns zwar beide. Obwohl, kann das Ding nicht Psyshock? Ich glaube, das Ding kann Psyshock. Egal, schlimmstenfalls scannen wir es halt einfach raus. Geht hier auf die Schallwelle. Die sollten wir wegstecken. Wenn auch nicht so gut, wie ich gehofft habe.
Vor allem hat er noch diesen 20%-Proc bekommen, ne? Das nervt mich gerade. Ja, er geht hier wieder auf die Schallwelle, meinetwegen. Übernehmen wir noch einen Switch-In? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir noch einen Switch-In überleben. Das heißt, wir müssen spinnen. Es könnte sein, dass wir noch einen überleben, aber... Wir spinnen einfach, wir gehen auf Nummer sicher. Kann sein, dass er das jetzt predicted und in Donphan und in sein Dingens geht, in seinen Gengar, aber meinetwegen. Okay, er geht auf noch einen Delegator, meinetwegen gern. Und dann gehen wir einfach aufs Erdbeben. Denn ich möchte diesen Sub gerne gebrochen haben. Ja, wir poppen hier unsere Citrus, die werden uns allerdings nicht allzu viel bringen. Warten, das Ding macht uns gerade kaputt. Oh ja, der Crit war natürlich sehr wichtig, Spiel. Es war ein sehr relevanter Crit, vielen Dank dafür. Wir können hier nicht wechseln, wir müssen einfach nochmal auf das Erdbeben gehen. Oh, ich hatte so sehr mit Mamutil und Aquana gerechnet. Ich habe mich da viel zu sehr drin verbissen bei meiner Teamaufstellung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er Felinara mitbringt, sage ich ganz ehrlich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. So, und auch wenn er jetzt natürlich easy wechseln kann... in sein Forstelka. Müssen wir einfach versuchen, das Teil rauszunehmen. Okay, er wechselt aus. Geht vermutlich an sein Forstelka. Das ist der sinnvollste Switch, den er hat. Und ich werde hier nicht mal... auf dem... U-Turn gehen, denn ich will das Risiko nicht eingehen und der Schaden ist das Risiko nicht wert. Der Schaden, den wir machen könnten. Er legt wieder die Tarnsteine raus. Und wir gehen... Wir gehen einfach auf den Flammenwurf. Ich predikte jetzt seine Prediction, was natürlich extrem risky ist, aber es hat sich gelohnt. Spikey geht hier down, immerhin. Okay, wir wissen, Felinara ist Überreste Delegator. Über den Rest von seinem Team wissen wir noch nichts und das gefällt mir nicht. Okay, er schickt hier Entei rein. Haben wir was, das wir in Entei einfach reinschicken können? Prediktet er unseren Switch? Ich hoffe einfach mal, er prediktet den Switch nicht. Sondern geht einfach direkt auf den Flammenblitz. Oder auf dem Läuterfeuer, meinetwegen auch. Geht hier auf das Läuterfeuer. Und für uns heißt das... Oh
Was würde mehr Schaden machen? Was würde hier zu diesem Zeitpunkt mehr Schaden machen? Wir haben ein Chandelure mit einem Choice Scarf gegen ein Entei. Ein Shadow Ball würde zwar eigentlich mehr Schaden machen, aber was ist, wenn wir plus 1 sind? Ich meine, ich weiß, er wird uns mit dem nächsten Angriff so oder so rausnehmen. Aber wir gehen auf den Spukball, einfach um noch Schaden auf das Ding zu bekommen. Und das trägt eine Assault Vest. Aber seine Attacke geht daneben. Wir wissen jetzt, er trägt die Assault Vest. Nur wie viel bringt uns das? Ich will gerade, welches Pokémon wir dringender brauchen. Zapdragon oder Black Lantern? Wir brauchen Zapdragon. Das heißt, wir gehen hier einfach nochmal auf den Spukball. Hoffen, dass wir nochmal gut Schaden machen können. Wir sollten ihn auf knapp die Hälfte bekommen. Und ja, die Steinkante connected. Das war zu erwarten. Aber wir haben nicht wirklich eine große Wahl. Er ist eine Assault Vest Entei, meinetwegen. So, und wir könnten hier jetzt natürlich auf den Schwerttanz gehen. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu risky. Ich gehe einfach direkt auf die Wasserdüse. Für den Fall, dass er einfach drinnen bleibt und auf dem Läuterfeuer gehen will. Aber er schickt Orochimaru rein. Meinetwegen kann er gerne machen. Macht natürlich nicht viel Schaden. Nimm den Life Orb Recoil. Und? Habe ich gerade Schaden durch den Beulenhelm verloren? Oder habe ich mich da verguckt? Wir wechseln hier aus. Gehen in Zapdragon. Ich habe einfach überhaupt nicht mit seinem Team gerechnet. Ich habe weder mit seinem Hydreigon, mit seinem Trikefalo, noch mit seinem Felinara gerechnet. Und das kostet mich gerade das Game, weil ich mich zu sehr auf Mamutel und Aquana versteift habe, von denen er nichts dabei hat. Ja, er bleibt definitiv drinne. Denn wenn er rauswechseln würde, hätte er vor uns gewechselt. Geht auf den Draco-Meteor. Wie gut stecken wir den weg? Das ist die Frage. Wie gut stecken wir einen Draco-Meteor weg? So gut, dass er uns nicht mit dem nächsten killen kann. Okay, dann... Volt wechseln wir hier. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er drinnen bleibt. Und wenn doch, müsste er uns outspeeden und dann kriegen wir so oder so den Angriff ab. Das Problem ist, Bibor könnte mit seinem Team kurzen Prozess machen, aber nicht so lange, dass Extreme Speed Entei noch rumläuft. Gengar könnte auch noch ein Problem werden, aber das größte Problem ist tatsächlich das Extreme Speed Entei. Er ist ein Mixed Set. Oh, aber wir überleben es. Hoffen wir am nächsten Switch-In verrecken. So, Jim, überlebst du noch ein Switch-In? Das ist die Frage. Ja, mit einem KP. Easy Game Boys. Easy Game Boys, ha? Huh? Ja. Go Gift Heap!
Go Gift Heap. Wir können nicht U-Turn. Das können wir nicht. Aber er hat auch nichts mehr, was er garantiert in den Gift Heap rein switchen kann. Die Frage ist bloß, können wir Gengar mit zwei Gifthieben two-shotten und hat sein Galagladi Mogelhieb? Und können wir das Ding mit einem Gifthieb killen? Nein. Und wir kriegen Schaden durch den Beulenhelm. Gut, damit war's das für das Game. Ich glaube gar nicht. Es ist ernst. Es ist ein defensives Mixed. Okay. Respekt für das Set, davon habe ich noch nie was gehört. Aber es funktioniert. Es funktioniert ja ganz offensichtlich. Gut, dann war es das aber auch mit unseren Siegeschancen. Wir können jetzt nur noch auf den Knockoff gehen, aber es hat sogar eine gute Chance. Wenn wir die Kehrtwende überleben. Nein. Gut, dann ist das GG. Ja, ich habe mich einfach beim Teambuilding zu sehr auf zwei seiner Pokémon versteift. Und er ist einfach so defensiv gewesen, dass ich da nicht durchbrechen konnte. Ist Soldvest Entei das Mixed defensive Trikefalo und das Sub Felinara und das Postelka haben mich kaputt gemacht. Schade, damit rutschen wir unter die letzten drei ab, aber noch ist die GPA Season 2 nicht vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Gutes Game und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.